Thema. Verdammt! Ich will dein Geständnis. Von dir lasse ich mich nicht erpressen. Ich brauche dich nicht. Ich brauche gar keinen. Okay, schon gar keine Freundin, die mich die ganze Zeit als Alki abstempelt. Wollen doch mal sehen, ob wir damit nicht einen Abgang hinkriegen, der diesen verdammten Gentest unmöglich macht. Genießen. Morgen, Thorsten. Guten Morgen. Geht's dir nicht gut? Nee, überhaupt nicht. Das sieht man. Oh, ich habe so eine schreckliche Nacht hinter mir. Wieso? Was ist denn genau passiert? Mir ist furchtbar schlecht geworden. Gestern Abend ganz plötzlich. Kurz nachdem du weggegangen bist. Hast du dich übergeben? Oh, immer wieder. Mein Magen will einfach keine Ruhe geben. Auch das noch. Du, Thorsten, das ist ganz normal in den ersten Wochen. Die Hormone spielen einfach verrückt. Anscheinend bleibt mir in dieser Schwangerschaft wirklich nichts erspart. Tja, Andrea, ich wollte dich eigentlich auf einen Kaffee einladen, aber daraus wird wohl nichts. Oh nee, bloß keinen Kaffee. Wenn ich nur schon dran denke, wird's mir übel. Ich bleib lieber bei Kamillentee. Guten Morgen. Ich hab guten Morgen gesagt. Sag mal, ich hab doch gestern. Was soll denn das jetzt heißen? Das soll heißen, dass das meine Flasche Mineralwasser ist. Ja, deine, meine, spinnst du oder was? Wohl kaum. Ich kaufe nicht extra diese Flasche Mineralwasser und schlepp sie dann hierher, damit du sie aussäufst. Ja, mein Gott, dann kaufe ich dir eine neue. Weißt du, was ich für einen Brand hab? Selber schuld. Du hättest wenigstens ein Glas benutzen können. Wer soll denn das jetzt noch trinken? Ja, spinnst du? Hab ich die Peste? Du hast eine Fahne. Bist du wahnsinnig? Gib mir die... Ich hätt's doch... Ich hätt's aus... Mein Gott, bist du gemein. Ja, ich bin gemein. Und die anderen werden das auch bald sein, weil wir die Schnauze voll haben von dir und deiner Scheißsauferei. Und zwar bis oben hin. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Wir haben lange genug mit dir Geduld gehabt. Wirklich, lange genug. Aber jetzt ist es maß voll, Olli. Voll ist schön. Entweder du kapierst endlich, dass du echt ein fettes Alkoholproblem hast, Alter. Und machst eine Therapie. Oder was? Oder du brauchst dich in der WG nicht mehr sehen zu lassen. Pass mal auf, du Glückscheiße. Solche Spießer wie du und Mascha, ja? Die gehen mir ungefähr sowas von auf den Sack. Ihr seid doch nur tote Hosen, seid ihr. Und eins merkt ihr noch. Aus der WG lasse ich mich nicht rausschmeißen, weil solange ich hier die Miete zahle, habe ich ein Recht, hier zu wohnen. Das merkst du dir jetzt bitte, ja? Es darf nicht zu einem Gentest kommen. Andrea muss das Kind verlieren, aber ohne Krankenhaus. Paula, du musst los. Ja. Paula! Ja! Yeah.
Du denkst an den Manuel, hm? Er beschäftigt mich. Ja, der beschäftigt dich ein bisschen zu sehr. Was heißt hier zu sehr? Er beschäftigt mich eben. Ist wohl verständlich, oder? Entschuldige, ja, ich meine ja nur, dass er... Ich muss das durchziehen. Ich mach das doch für Charlie. Ist ja gut, ich weiß es ja, Paula. Aber ich denke, du solltest dich nicht so sehr da reinsteigern. Was soll das denn heißen? Na ja, es ist doch fraglich, ob du ihn überhaupt aus der Reserve locken kannst. Okay. Jetzt hat er erst mal dicht gemacht. Aber ich werde ihn schon knacken. Ja, wenn du meinst. Aber wie? Vielleicht war ich zu direkt. Und wenn ich andeute, dass ich Lacher kenne? Oh, bloß nicht. Dann wittert der Fuchs die Falle. Ja, möglich. Emanuel muss man anders nehmen. Irgendwie ist er kurz davor, sich zu öffnen. Das spüre ich. Schön, aber du musst trotzdem jetzt los. Ja, aber ich kriege sein Geständnis. Verlass dich drauf. Was soll ich denn machen? Ich bin es einfach nicht fertig, ihn ganz hängen zu lassen. Wieso lässt du ihn hängen? Er hat sich doch von dir getrennt. Ja, aber das hat er bestimmt nicht so gemeint. Es ist so furchtbar schwer, mit ihm zu reden. Immer wenn ich davon anfange, dass er ein Alkoholproblem hat, dann flippt er total aus. Vielleicht tue ich ihm ja auch Unrecht. Ja, ganz bestimmt. Weißt du, wenn sich einer schon am Vormittag so abfüllt, dann hat er bald kein Alkoholproblem mehr. Der hat dann bald überhaupt kein Problem mehr. Michael. Das ist doch wahr. Olli? Olli, was ist denn? Olli, hörst du nicht? Ich bin Zinka. Doch in Ruhe. Gut, wie du meinst. Wer sich nicht helfen lässt, ihm ist eben nicht mehr zu helfen. Ich finde das echt nicht mehr lustig. Du solltest allmählich mal an dich denken. Ja, nicht zuletzt deinetwegen hast du die Schule geschmissen. Und wie stehst du jetzt da? Du hast keine Lehrstelle und die Beziehung ist auch so gut wie am Ende. Wie soll das denn weitergehen? Ach, ich weiß auch nicht. Oh, Scheiße. Ich muss zum Rhetorikkurs. Bei der Neuhaus möchte ich nicht zu spät kommen. Bringst du mich hin? Klar. Ich finde es ganz wichtig, dass man Freunde hat. Die Familie ersetzen können sie nicht. Nein, nein, die Familie, da geht nichts drüber. Nein? Nein. Man sagt ja nicht umsonst, Blut ist dicker als Wasser. Ja, aber wenn ich mir überlege, was mein Dad für mich getan hat. Ey. Sie sind anderer Meinung, Paula? Ja. Nein, ich finde auch, dass die Familie das Wichtigste ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man blutsverwandt sein muss. Aber dann ist es doch keine Familie. Doch. Ich habe mich mit meiner richtigen Mutter nie so gut verstanden wie mit Heinz und Hilde. Das waren meine Adoptiveltern. Heinz und Hilde waren für mich meine Familie. Das ist interessant. Da haben wir also schon zwei Varianten der Familie. Entschuldigung. Setzen Sie sich, Maike. Sie kommen gerade richtig. Wir sind gerade dabei zu klären, ob Freundschaften familiäre Bindungen ersetzen können. Kommt doch ganz drauf an, wie stark die familiäre Bindung ist, denke ich, oder? Mhm. Also, wenn ich mit meinen Eltern Krach habe, dann suche ich natürlich Rat und Halt bei einem Freund oder einer Freundin. Sie sehen das offensichtlich anders, Emanuel. Ja, klar. Also, wenn ich Ihre Beiträge aus den vergangenen Tagen so richtig in Erinnerung habe, vertreten Sie wohl eher das Prinzip der Wahlverwandtschaften, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich vertrete gar kein Prinzip. Ich finde es nur albern und lächerlich, wie hier über Rat und Halt, Treu und Glauben gefaselt wird. Das ist doch Mumpitz. Kinderkram, das hat doch nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Wo gibt es denn heute noch sowas wie wahre Freundschaft? Ha? Oder kann mir irgendjemand eine intakte Familie zeigen? Nein. Ich glaube, wir leben hier und heute in einer Gesellschaft, wo wir uns auf uns selber verlassen müssen.
Ich kann mich auf mich verlassen. Alles andere ist Illusion. Anwaltskanzlei Dr. Fuhrmann und Partner. Ich muss dringend Herrn Fuhrmann sprechen. Er weiß Bescheid. Ich verwende. Fuhrmann. Guten Tag, Dr. Fuhrmann. Hier, Fenner. Ich wollte mich nur erkundigen. Das heißt, ich soll mich erkundigen für einen Freund, einen guten Freund. Also fernmündliche Beratungen sind nicht mein Fall, das sage ich Ihnen gleich. Nein, es geht auch nur um eine Frage, um die Frage nach der Höhe einer Strafe. Und wofür? Welches Delikt? Es geht um eine Vergewaltigung. An einer, sagen wir, wehrlosen Frau. Was verstehen Sie unter wehrlos? Naja, im Tiefschlaf oder auch betrunken. Ja, stark betrunken. Also quasi bewusstlos. Ja. Was meinen Sie, was hätte so ein Täter zu erwarten? Wissen Sie, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ohne genaue Kenntnis der konkreten Umstände. Mindestens 2 Jahre Gefängnis, denke ich. Aber wie gesagt, fernmündliche Beratungen sind nicht mein Stil. Ihr guter Freund müsste sich also schon mal in meine Praxis bemühen, Herr. Wie war noch gleich Ihr Name? Ich bin die wilde Gabi. Mit mir kannst du alles machen. Ja, ist gut. Ja, willst du nicht mehr? Aber du hast doch angerufen. Doch. Kommen Sie rein. Ich war wohl zu temperamentvoll. Ich verstehe. Du willst es mehr diskret. Ja, das wäre mir sehr recht. Nehmen Sie bitte Platz. Hier? Ja, bitte. Wie du willst. Der Kunde ist König. Soll ich mich schon freimachen? Nein, um Gottes Willen, lassen Sie das, Frau. Sag einfach Gabi zu mir. Nein, Sibylle. Ich werde Sie Sibylle nennen. Und falls jemand von meinen Mitbewohnern hier auftauchen sollte, wir kennen uns schon seit Längerem. Merken Sie sich das bitte. Sibylle? Mitbewohner? Was denn für Mitbewohner? Also los! Runter damit! Ist Tinker da? Siehst du sie? Nein, aber vielleicht wissen Sie, wo sie ist. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Entschuldige. Bitte. Ich muss noch bedienen. Oh, ey, was soll denn das? Ey, haltet mal die Klappe. Da war doch gerade so ein komisches Geräusch in der Luft, oder? Hörte sich an wie das Gekrächze von so einem blau-weißen Vogel aus der Nordkurve. Ihr kennt mich mal. Hey, habt ihr das gehört? Wir können ihn. Also los. Lass uns doch nicht zweimal sagen. Wetten, dass so ein Schalke-Fan keinen Ball trifft? Gewonnen. Ihr seid das meine Eikel, was? Hast du es gehört? Der Kleine hat richtig Schalk im Nacken. Nicht nur den Schalk, sogar Schalke. Ziemlich große Glocke. Ja, für so einen Blau-Weißen. Hey, Snoopy, du bist ja nicht in Gelsenkirchen. Spielen wir eine Partie? Mit einem Typen, der seinen Freund bescheißt, spiele ich nicht mal rum. Oh, Pech gehabt, ne? Lass mich doch in Ruhe. Oh. Mama, ja. Mama, nein, Mama. Lass doch noch mal 4 Kölsch rüberwachsen, ja. Mama. Für euch ist jetzt Feierabend. Hey, Moment mal, hier ist noch was dagegen. Ich würde mich schämen, wenn ich deine Mama wäre. Ja, Schluss, hab ich gesagt. Wenn ihr in 2 Minuten nicht fertig seid, dann rufe ich die Polizei.
Und das ist ein Billardtisch und keine Couch. Ist doch eh alles Mist hier. Schon. Jungs, wie wär's denn mit einem kleinen Lokalwechsel? Ich habe in der Nähe ein ganz nettes Bistro. Ist viel gemütlicher da. Was soll das bringen? Eine Runde Freibier. Hey! Alter, du bist in Ordnung. FC-Fan, oder? Sicher. Super. Sie unbedingt rauchen? Wie ich Ihnen schon sagte, ich teile die Wohnung mit einem Arzt und einem Sportler. Pardon, die Macht der Gewohnheit. Die meisten Freier rauchen ohnehin immer danach. Hier gibt es weder einen danach noch einen davor. Ich brauche Ihre Beratung, mehr nicht. Ich hab's ja geschnallt. Beratung. Warum gehst du mit dem Schuss nicht einfach in die Klinik? Da wird abgesaugt und fertig und das war's dann. Klinik fällt aus. Das geht nicht. Aber da gehen alle hin, die ich kenne. Keine Klinik. Das Mädchen ist noch keine 18. Sie hat sehr strenge Eltern. Und die würden sie glatt totschlagen, wenn sie was davon erfahren. Denken Sie nach. Es muss doch noch mehr Möglichkeiten geben, abzutreiben. Ja, klar, gibt es. Ich habe da was von einer Abtreibungspille gehört. Abtreibungspille? Kannst du aber vergessen. Schwer ranzukommen. Die gibt es hier in Deutschland überhaupt nicht. Und die ist wohl auch sauteuer. Geld spielt keine Rolle. Es ist fast unmöglich, die zu beschaffen. Ich zahle jeden Preis. Ich kann dir da nicht helfen. Mein Gott. Früher haben die Frauen doch auch abgetrieben. Kennen Sie keins von diesen bewährten Hausmitteln? Ich kenne alle. Heiß baden und Rotwein trinken oder mit Stricknadeln rumstochern. Aber das ist alles saugefährlich. Und klappen tut's auch meistens nicht. Ach, das kann doch nicht alles sein. Nein. Eine Freundin von mir ist mal beim Fensterputzen von der Leiter gefallen. Die hat dabei ihr Kind verloren. Obwohl sie es eigentlich kriegen wollte. Tja, so verrückt ist die Welt. Zum Verrücktwerden allerdings. Zack, zack, zack! Auf den Schalker, in den Sand! Hey, hey, hey! Wir sind voll okay! Zu viel versprochen? Nee. Super lokal, Mann. Olli, du bist echt ein Kumpel. Aber ich sag dir eins, deine Flaschen sind viel zu klein. Locker bleiben, Jungs. Immer locker bleiben. Ich hab da noch was im Ärmel. Oh, was dauert das? Ich bin mal gespannt, was du im Ärmel hast. Aber ein Bus im Ärmel. Oh, wirklich? Hey! Mann, das sieht doch mal ein zündendes Auge! Das ist ein Auge! Ich sperre jetzt erstmal die Tür ab, damit hier kein Wüstling reinkommt. Alter, tu, was du nicht lassen kannst. Na? So ist es. Und wir nehmen uns mal mit. Also, Wüstling! Hallo, Olli! Anna, mein Wonnebrocken. Ach, du hast Kess und möchte dich besser nicht stören. Du störst nie. Kann ja ein andermal wiederkommen. Bleibst. Ist ja auch alles in Ordnung? Sicher ist alles in Ordnung. Ich frag mich, ob alles in Ordnung ist. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Alles ist in Ordnung. Alles wow, in Ordnung. Was haben wir denn da, Olli? Ja? Hallo. Anna.
Rakete. Geht immer was. Jetzt dreh nicht so auf. Wenn Tinker das mitkriegt, die wird wieder stinkig. Tinker. Du kennst du Tinker? Wer ist Tinker? Keine Ahnung. Siehst du, er kennt auch nicht Tinker. Lass uns doch nicht im Tag versauen von einer Frau, die keiner kennt. Ja. Halten wir uns lieber an diese schönen Seiten im Leben. Und was sind die schönen Seiten im Leben? Seiten. Bier, Bier, Bier. Das rate ich dir. Und Weiber. Und Weiber. Und darauf trinken wir. Ja, Prost. Anna. Prost, Anna. Prost, Anna. Prost, Anna. Prost, Anna. Prost, Anna. Anna. Eine Nachricht. Hallo, Katrin. Die Frage, die du mir in deiner letzten Mail gestellt hast, hat mich lange beschäftigt. Ja, ich habe diesen Typen auch etwas angetan. Ich habe Charlie einige Päckchen Heroin untergeschoben. Es war kinderleicht. Ich musste nur abpassen, wenn er seine Wohnung verlässt. Mit einer Telefonkarte habe ich die Tür geknackt und den Stoff bei ihm versteckt. Das war alles. Später habe ich die Polizei angerufen und ihr den alles entscheidenden Tipp gegeben. Du siehst, es war eine simple Sache. Keine Spur von Raffinesse. Ja, jetzt hab ich dich. Also mit euch trinke ich am liebsten. Ey. So. Ihr seid mir alle sehr sympathisch, Leute. Du kannst ja mit mir Brüderschaft trinken, ne? Na, du bist ja wohl ein ganz schneller, ha? Klar doch. Rothaarige sollen im Allgemeinen ja besonders temperamentvoll sein beim Küssen und so. Vor allem bei uns so, ja? Anna geht ab wie eine Rakete, stimmt's? Das geht. Muss die Schnitte mal so richtig rannehmen, ne? Nicht so zart. Ja. Raus, so. Hör, was du hier sagst. Aua! Ich hab bestimmt wieder einen blauen Fleck. Ich doch nicht so. Los, immer an, Rolli! Ich glaube, ich gehe nach Hause. Also, nicht jetzt muss so gemütlich. Aua, das tut weh, Olli! Mach dich das nicht an. Sag mal, bist du verrückt? Das macht doch keinen Spaß mehr! Oh, hey, Mäuschen, wo rennst du denn hin jetzt? Ach, lass sie gehen, die Torte. Jetzt geht die Party erst richtig los. Ja, schau mal, die Glocken hier. Was? Was machst du denn da oben? Siehst du doch, ich muss die Glühbirne auswechseln. Du bist unverbesserlich, krank und schwanger und turnst auf einer Leiter rum. Ach, mir geht schon viel besser. Und wenn du schon mal da bist, kannst du ja die Leiter festhalten. Ich wollte dich nach Hause begleiten. Neuerdings treiben sich irgendwelche Hooligans hier in der Galerie herum. Hooligans? Ja. Einer Freundin von mir ist mal beim Fensterputzen von der Leiter gefallen. Die hat aber ihr Kind verloren. Hörst du? Was? Du sollst jetzt die Leiter gut festhalten. Mach ich doch. Von der Leiter gefallen. Kind verloren. Chance für Fechner? Wird der Andrea von der Leiter stoßen? Im nächsten Marienhof.